Immer diese Touristen und immer dieselben, das ist schlimm. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Olli von Kettentreter, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Transport von Fahrrädern in den Urlaub, denn ja, es ist Ferienzeit, überall fahren die Leute weg und viele nehmen ihre Räder mit. Und in diesem Video zeige ich euch mein neuestes Geschütz. Ich habe mir den Thule Euroweh G920 zugelegt. Warum und wie man den benutzt, zeige ich euch in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis nach dem Intro. Bis gleich. So, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück. Tja, mit dem Auto in den Urlaub machen ganz viele, obwohl es das 50-Euro-Ticket inzwischen gibt. Oft passt das nicht mit dem 50-Euro-Ticket und schon gar nicht, wenn man mit Fahrrädern durch die Gegend fahren will, weil da gibt es immer noch die Beschränkungen, keine Fahrradplätze, Fahrradticket kostet extra und so weiter und so fort. Und das auch sogar noch unter verschiedenen Bahnverbünden. Und deswegen bin ich in diesem Jahr auf die Idee gekommen, ich brauche was Neues am Auto, einen neuen Fahrradträger. Ihr erinnert euch an das Video von dem kleinen Pixi. Ich verlinke euch das hier oben. Den hatte ich ja an dem Lupo dran, diesen kleinen Scheibenträger. Der war auch nicht verkehrt. Den habe ich dann an diesem guten Stück auch dran gehabt. Und ja, das Problem war bei dem dann, dass dieser Wagen zwar größer ist, aber anders geschnitten. Ich habe viel mehr Fahrrad hinten in der Welle gehabt, in der Luft. Und ja, das wollte ich natürlich vermeiden. Und deswegen habe ich mir dann einen gebrauchten für die Hängerkupplung besorgt. Der hatte aber ein Problem. Die guten neuen Räder, die passten da nicht rauf. Der brauchte immer so einen kleinen Abstand zwischen nicht angetriebener Seite, Pedalarm und Tretlager. Das heißt, mein Rennrad konnte nie mit, mein Tourer konnte nie mit. Ich musste immer mit dem Crosser fahren oder mit dem Mountainbike. War auch eine blöde Idee und dann habe ich beschlossen, ich kaufe mir was Neues. Und das habe ich gemacht. Ich schreibe zwar hier oben Werbung rein, aber ich habe ihn mir tatsächlich selbst gekauft. Und zwar ist das der Thule Euroweh 920 G2. G2 deswegen, weil zwei Fahrräder darauf passen und das reicht mir völlig aus. Der kommt in einer großen Box geliefert und theoretisch kann man ihn auch out of the box verwenden. Man muss nur ein paar Kleinigkeiten schrauben und das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir jetzt mal ein Auto geborgt hier. Ich habe immer noch kein Auto tatsächlich. Aber für dieses Auto habe ich mir diesen Träger geholt. Er kommt out of the box zusammengebaut, also vormontiert. Was man machen muss, ist hier diese Schrauben montieren, diesen Bügel. Und man steckt hier diese Klemmen rauf. Gibt es eine schöne Anleitung, auch reichlich bebildert. Und Thule hat sich da ein bisschen was bei gedacht bei diesem Gerät. Lustigerweise, wenn man nach dem Thule 920 G2 googelt, beziehungsweise auch hier bei YouTube auf der Plattform guckt, das älteste Video ist tatsächlich 11 Jahre alt. Das kann zwei Ursachen haben, warum das schon 11 Jahre alt ist. Entweder hat Thule von diesem Gerät 1 Milliarde Teile gebaut und verkauft die deswegen noch. Oder das Teil ist einfach so gut, dass es immer noch gebaut wird. Tja, was ich an diesem Teil gut finde, zum einen ist er abschließbar. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man so auf Parkplätzen steht. Da können die Fahrräder nicht geklaut werden, weil die ganze Geschichte hier direkt auf der Kupplung angeschlossen ist. Das zweite, was ich gut finde, ist natürlich, dass die Räder auch einzeln separat schließbar sind. Hier oben in den Verschlüssen sind die Schlösser. Danach dreht sich, wenn man das abschließt, dreht sich alles frei rum. Und da kann natürlich auch keiner mehr was machen. Kriegt das Fahrrad auch nicht ab. Dritte geile Feature, was dieser Thule hier hat, sind die Verschlüsse oder die Spannbänder fürs Fahrrad. Ich hatte an allen anderen immer irgendwelche Schlaufenösen und diese kleinen Minispannbänder und so. Gerade bei Regenwetter, die Dinger sind nass, die weichen ein, die hast du dann im Auto rumliegen, kriegst du Feuchtigkeit ins Auto, das ist alles irgendwo blöd. Hier sind sie festgebaut, PU-Bänder und das Verschlusssystem ist genial. Zeige ich euch gleich, wenn ich die Fahrräder hier raufstelle. Ihr kennt das von den Skatern und auch von Schlittschuhen. Genau das gleiche System zum Spannen hat Thule hier verbaut. Und das finde ich genial, so als drittes Feature richtig gut. Was noch funktioniert an diesem, ich kann ihn verbreitern.
je nach Fahrrad, was ich da raufstelle, wenn ich jetzt ein Kinderrad draufstelle, brauche ich natürlich nicht so eine Radspannweite. Kann das ganze Ding hier zurückschieben. Geht relativ einfach. Liegt hier auf der Schiene, kann man das rumschieben, so wie man das braucht, nach entsprechender Fahrradgröße. Und dann kann man auch die Lampen ausschieben. Das sollte man sowieso machen, denn laut StVO müssen die Lampen so breit sein wie das transportierte Gut. So. Ja, holen wir mal die Räder und stellen mal die Räder rauf und ich zeige euch, wie man die dann dran macht. Wir haben natürlich eine lange Halterung für das Fahrrad, was vorne steht. Wir haben auch eine kurze Halterung für das Fahrrad, was hinten steht, logischerweise. Entsprechend sind das hier Klammern. Ihr kennt das vielleicht vom Fahrradmontageständer. Genau das gleiche Prinzip machen die. Innen drin ist eine Gummipolsterung, damit man den Rahmen nicht beschädigt. Thule bietet im Onlineshop auch noch einen zusätzlichen Rahmenschutz an. Es empfiehlt sich aber eigentlich, wenn man jetzt einen hochwertigen Rahmen hat oder einen Carbonrahmen sogar, dass man dann sich irgendwie einen Lappen reinpackt und um den Rahmen und das dann befestigt, damit es dann auch ja keine Druckstellen gibt, gerade beim Carbon. Und man sollte auf keinen Fall das Fahrrad richtig anflanschen. Also es gibt ja so ein paar Kandidaten, die schaffen das sogar bei Steckachsen, dass sie so anflanschen, dass sie im Falle einer Panne nicht mal das Rad wieder rauskriegen, ohne Spezialwerkzeug und ohne entsprechende Hebelwirkung. Soll an dieser Stelle mal erwähnt sein. So, ich brauche mal mein Fahrrad. Das erste, nehmen wir mal das Mountainbike. Kling, da ist es. Prima Sache. So, jetzt habe ich natürlich zwei Fahrräder, die ich raufstellen will. Das heißt, ich fange mit dem hinteren an. Und hier muss ich dann einfach nur darauf achten, dass die Pedale unten ist. In dem Falle, so. Stell es in die Führung. Und weil ich zwei reinbauen will, muss ich es natürlich so machen. So, stelle ich sie rein, Klammer hoch, so, zack. Hier ist bei dem Mountainbike ist natürlich oben geführte Seile, muss man ein bisschen aufpassen, dass man die auch nicht quetscht. So, zudrehen. Vorher idealerweise diese Führungsbänder ein bisschen beiseite packen. So, dann kann man es wie beim Skater reinziehen und abspannen, die ganze Geschichte. Das glaubt auch nur ihr. Ihr kennt die Strecke offensichtlich nicht. Ich kenne die Strecke hier an der Stelle, das wird nicht gut. Aber das werden die merken. Trotzdem viel Spaß beim Fahren, würde ich sagen, an dieser Stelle. So, das ist im Grunde schon fest. Zack, einmal gespannt. Einmal hier oben festgedreht. Fertig. Zweites Fahrrad, da kommt's. Auch hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen mit den Pedalen, wo man die lässt. Und auch hier die Riemen vorher mal nach unten machen. Dadurch, dass das Ding jetzt relativ neu ist, sind die natürlich noch nicht so ganz ausgeleiert. Gibt es übrigens auch als Ersatz bei Thule im Shop. So, jetzt habe ich hier die Pedale durch mein Rad, das steht da gut. Hier mal ein bisschen festmachen, die ganze Geschichte. Ja, steht da eigentlich schon ganz brauchbar. So, kann es noch ein bisschen korrigieren. Muss ich aber gar nicht. Auch hier die Riemen wieder festmachen. Ja, ich hätte es ein bisschen mittiger stellen können. Ist aber egal. So, nochmal gucken, ob die Lampen ausgefahren sind. Damit wir dann die Lampen so weit wie möglich draußen haben. Die oben die Kralle fest. So, auch fest. So, hier Alurahmen, da ist ein Alurahmen. Da kann man das ordentlich machen. So, jetzt kann man das natürlich. Zack. So einfach kommen die Schlüssel geflogen. Auch abschließen. Zack. Und schon dreht sich hier die ganze Geschichte. Man kann jetzt beide Räder abschließen. Natürlich ist der Träger an sich auf der Hängerkupplung immer abzuschließen, weil sonst ist er schneller weg, als man gucken kann. Man kann das vordere abschließen, also weil jetzt kriegt man auch das hintere nicht mehr raus. Theoretisch könnte man sich das sparen. Ich schließe aber trotzdem ab. Und wenn man im Urlaub fährt und auf Autobahnraststätten sich vielleicht auch längere Zeit aufhält oder
auch das Fahrzeug eine ganze Weile verlässt, weil man essen gehen will. Wir kennen ja die Chemikerbuden, die es da gibt. Weil man zum Beispiel auch Kinder dabei hat und weil die dann irgendwo auf dem Spielplatz noch spielen müssen und man wirklich eine Stunde, anderthalb Pause macht und das Auto auch nicht in Sichtweite ist, empfehle ich auf jeden Fall, nehmt euch ein langes Spiralschloss mit. Macht nochmal ein Spiralschloss so um den Träger rum und um die Räder. Weil es gibt Menschen aus Osteuropa, die haben auf jeden Fall immer einen Lockpicker in der Tasche und auch damit kriegt man diese Schlösser auf. Und Gelegenheit macht Diebe. Und in dem Sinne, ein zusätzliches Schloss könnt ihr da durchaus für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen. Ich habe fertig. Wir haben es ausprobiert. Auf mehreren Touren schon jetzt. Da wackelt nichts. Also das sieht nur so aus, als ob das ist eigentlich recht stimmig, die ganze Geschichte. Ich hatte schon Schlimmeres. Und wie gesagt, von der Form vom Fahrzeug, da war das dann mit dem Biki-Träger, war das mit dem Biki-Träger gar nicht mehr zu machen. Zudem hat das Teil hier einen Heckspoiler und das hatte der Lupo damals auch nicht. Und durch die steile Wand vom Lupo hing das Ding mit dem Biki-Träger gut. Hier hing es überhaupt nicht mehr gut. War keine gute Idee, die Fahrräder so flach auf die Scheibe zu packen. Deswegen musste das auf die Hängerkupplung. Eines der besten Features, und das ist auch wirklich ein Argument oder das fünfte Argument für mich gewesen für dieses Gerät, ist die Klappfunktion. Ich hatte vorher immer das Problem mit dem anderen Träger und auch mit dem Biki-Träger, dass ich nicht mehr an den Kofferraum rankam. Das heißt, entweder musste ich versuchen, von innen die Rückbänke wegzuklappen, irgendwie da drin rumwühlen, wenn man irgendwas gesucht hat, was man natürlich in den Kofferraum packt, obwohl man es im Fahrgastraum vielleicht viel besser gebrauchen hätte können. Jedenfalls kam ich niemals an den Kofferraum, musste immer irgendwo die Fahrräder erst abmachen und dann mit diesen ganzen Bändern und noch hier noch ein Spanngurt und da noch ein Zuggurt und das war alles irgendwie doof. Und die Klappfunktion von diesem Teil zeige ich euch jetzt. Dazu hat nämlich Thule hier unten eine Platte vor das Nummernschild gebaut und da tritt man dann einfach drauf und dann kann man das ganze Geschütz mit Samtfahrräder ablegen. So. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, zack, ich komme hier hoch, komme an meinen kompletten Kofferraum. Wenn irgendwas ist, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder irgendwer will da noch eine Flasche Wasser aus dem Kofferraum haben, gar kein Problem, Flasche Wasser geholt, Klappe wieder zu. So, Hutablage könnte man ja auch mal ordentlich machen. Und dann klappt man das einfach nur wieder hoch. Lässt es einrasten und dann ist die ganze Sache schon fertig. Ich finde es riesig, die Geschichte. Mit das für mich das beste Feature und war auch das Verkaufsargument schlechthin. Die Klappfunktion, so kann ich jederzeit ran an den Kofferraum. Tolle Idee von Thule, so das so zu machen. Preisdiskussion müssen wir natürlich noch machen. Thule ist ein Markenhersteller aus Schweden. Ich mag persönlich alles, was aus Schweden kommt, von Ikea bis alten schwedischen Autos. Und auch noch so die eine oder andere Geschichte, die von da kommt, mag ich ganz gerne. Deswegen habe ich mich für eine Thule entschieden. Ich wollte auch nichts aus dem Baumarkt haben. Und ich wusste, dass ich natürlich tief in die Tasche greifen muss. Google ist dein bester Freund, wenn es um die Preissuche geht. Ich habe den gekauft bei den Freunden von Bike Components. Das ist jetzt keine Werbung, kriege ich nicht bezahlt. Da habe ich ihn gefunden. Aktuell 349 Euro das Stück. Für mich und meine beiden Bikes. Oder wenn ich mit zwei Bikes unterwegs sein möchte, dann reicht das völlig. Gibt es natürlich auch als Dreier und als Vierer. Entsprechend geht dann der Preis hoch. Regulär, ihr kriegt den auch bei einem Versandhauskatalog. Kostet irgendwo so 3,79. Wie gesagt, Google ist dein Freund. Preislich ist er schon teurer als im Baumarkt unter Umständen. Es gibt da auch Geräte dafür im Baumarkt. Sowas wollte ich aber nicht. Ich wollte einen Thule. Und da ist meiner. Wie gesagt, selbst gekauft, nicht bezahlt. Trotzdem Werbung. Müssen wir noch diskutieren halt. Schreibt es mal in die Kommentare, sind 349 Euro für einen Fahrradträger für zwei Fahrräder zu viel oder sind die eher gut? Also ich muss dazu sagen, es war ein Angebot bei Bike Components. Die hatten glaube ich 3,99 sonst oder 4,29 und dann gestrichen auf 3,49. Ist es zu viel oder ist es nicht zu viel? Reicht auch was Billiges, reicht auch was Altes? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde ich mich freuen. Abonniert doch den Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe fertig, auf geht's. Schließlich haben wir alle Urlaub und wir wollen ganz viel Fahrrad fahren und wir wollen ganz viel drehen. Ja, am besten würde ich sagen, ihr geht raus, fahrt Fahrrad. Wer im Urlaub ist, ich wünsche euch einen schönen Urlaub.
Wer noch in den Urlaub fährt, dem wünsche ich auch einen schönen Urlaub. Wer Ferien hat, dem wünsche ich wunderbare Ferien. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.